Man will ja als Wähler auch das bekommen, was man will. Und meine große Sorge ist, dass das wieder schief geht und drei miteinander was machen müssen, was nicht geht. Deswegen, die AfD-Wähler, ja, die sollten jetzt einmal sagen, jetzt kriegt der Merz die letzte Chance. Ja, der ist sicher nicht die Merkel. Jetzt geben wir dem 45%, der soll eine absolute Mehrheit haben, der gute Mann. Und einmal zeigen, ob er das hinkriegt, ja, dass das Land mal wieder in eine andere Richtung geht. Und dann sehen wir, was dabei rauskommt. Aber dieser Stillstand, mir macht das wahnsinnig in meinem Rathaus, der rasende Stillstand, jeden Tag eine neue Verordnung und nichts geht mehr. Das muss aufhören. Okay. Also ich finde, da Zweierkonstellation, das würde mir ich wünschen, dass keine Dreierkonstellation mehr braucht. Aber das hängt ja nicht von den Parteien ab, das hängt von der Gesamtheit der Wählerinnen und Wähler. Also das ist eine glatte Lüge, denn es liegt nur an den Parteien. Wenn man die Brandmauer mal wegnehmen würde, dann gäbe es ja in zahlreichen Parlamenten in diesem Lande eine ganz klare rechtskonservative Mehrheit aus CDU und AfD. Nehmen wir uns vor, die einzige Regierung, die in Thüringen geht nach dem Wahlergebnis, ist die Linke mit der Wagenknecht zusammen, die haben sich gerade getrennt, mit der CDU und der SPD. Ja, Halleluja. Ja, das wird eine gute Regierung. Und dann frage ich mich, ist es nicht gescheiter, wenn man mal ausprobiert, was passiert, wenn die AfD mitmachen muss, mitregieren muss, zeigen, ob die was können. Ich glaube, es sind Dilettanten, die können gar nichts. Und man sichert sich ab. Klar, da gibt es ein Risiko. Der Ministerpräsident und der Innenminister sind von der CDU. Da darf nichts anbrennen. Und dann welches Amt darf Herr Höcke übernehmen in Ihrer Einschätzung? Der Herr Höcke ist amtlich anerkannter Nazi. Der wird gar nichts, meiner Meinung nach. Jemand, der in einer Partei war, die jahrelang unter Beweis gestellt hat, dass sie Dilettanten an ihrer Spitze hat, unter anderem mit einem Robert Habeck und einer Annalena Baerbock, der geht jetzt her und kritisiert die AfD dafür, dilettantisch zu sein, beziehungsweise nur Dilettanten in ihren Reihen zu haben, obwohl die AfD selber ja kaum bisher unter Beweis stellen konnte, wie gut oder schlecht sie regieren würde und in der Opposition häufig sehr sinnvolle Anträge einbringt. Also das muss ich an dieser Stelle schon mal scharf kritisieren. Und die zweite Sache, die ich hier scharf kritisieren muss, ist die Aussage, dass Höcke ein amtlich bestätigter Nazi wäre. Es gibt ein Gerichtsurteil, was gesagt hat, dass die freie Meinungsäußerung, Höcke ist ein Faschist, von der Meinungsfreiheit gedeckt ist. Das ist natürlich kein Beweis dafür, dass Höcke ein Faschist ist. Darüber hinaus gibt es ja noch das Gerichtsurteil, das hinsichtlich dem Dreiklang alles für Deutschland, was Höcke da bekommen hat. Und auch hier muss man sagen, dass der Prozess ja eindeutig politisch gefärbt war. Und man auf der anderen Seite Menschen hat, wie von Eintracht Frankfurt, der Herr Fischer. Ihr seid auf der Straße, da müsst ihr viel mehr sein. Rennt denen die Türen ein und die Toren ein. Gebt ihnen Ohrfeigen, kotzt ihnen ins Gesicht. Es ist mir scheißegal. Werdet laut und zeigt euch endlich. Das ist die eine Seite, die in Ordnung ist. Die andere Seite ist, dass es immer noch grausame Wahlergebnisse gibt. Wenn ich jetzt an die Ostwahlen denke, insbesondere, wo man so um die 30% oder so, was das bedeutet, ja, jeder Vierte oder jeder Fünfte auf der Straße ist Nazi. Die müssen sich bewusst werden, das ist ja nicht nur ein Kreuz. Du bist damit Nationalsozialist, nichts anderes. Protestwähler, ich finde das so doof, was die alles machen. Ich mach mal was anderes. Ja, meine Freunde, was für eine Performance. Er verhetzt hier also in meinen Augen ganz klar ganze Teile der Bevölkerung als Nationalsozialisten. Jeder Fünfte ist ein Nazi laut ihm, weil er die AfD wählt im Rahmen seiner demokratischen Entscheidungsmacht. Er ruft dazu auch noch zur Gewalt auf, mit den Worten, man solle ihnen die Tore und Türen einrennen. Und er kam ja straffrei oder ohne Verurteilung davon. Das heißt, man misst hier ganz klar mit zweierlei Maßen und es gibt keine stichhaltigen Beweise dafür, dass Höcke ein Nazi ist. Er ist aber immerhin Fraktionsvorsitzender in Thüringen. Deswegen stellt man Bedingungen. Hockt in der Opposition rum oder zeigt mal, über was könnt. Aber einer dauernd Hitler zitiert, kommt nirgendwo hin. So. Auf den Hitler-Kommentar werde ich jetzt einfach mal nicht eingehen. Ich habe alles zu Höcke gesagt. Aber man muss auch hier mal sagen, dieses Angebot, was er da macht an die AfD, wäre ja kompletter Schwachsinn bzw. einfach unehrlich. Weil natürlich wird keine Partei, weder die AfD noch eine andere Partei, einfach so den entsprechenden Fraktions- oder Parteivorsitzenden in dem entsprechenden Landesverband einfach da, sag ich mal, entsorgen, um in eine Koalition reinzukommen. Also es ist komplett realitätsfern und somit auch ein komplett unehrliches Angebot, weil man genau weiß, dass die AfD diesen Kompromiss oder eine andere Partei diesen Kompromiss eben nicht annehmen würde.
als eine Brandmauer, nur eine, die Teile der AfD für einzähmbar hält. Da gibt es durchaus ja gewisse Zweifel dran. So kann man das sehen. Das ist eine strategische Frage, keine moralische, weil am Ende muss Politik funktionieren. Ja. Aber wenn ich weiß, das sind Dilettanten, wenn ich das im Vorfeld schon weiß, dann würde ich auf das Experiment verzichten. Ja, vielleicht hilft es. Das entzaubert sie vielleicht. Ja, genau. Haben wir in Österreich gesehen. Zuerst mal war die FPÖ, nachdem er sie weiter regiert hat, richtig klein. Und in der Opposition ist sie wieder groß geworden. Ich sage gar nicht, dass es eine Garantie gibt. Aber ich finde, wir müssen über sowas reden. Ja, das ist nicht unmoralisch, sich Gedanken zu machen, wie es besser geht. Weil im Moment läuft es im Osten richtig scheiße. Das wir kann man doch ja noch sagen. Mal. 30% AfD ist nicht erfreut. Also erst einmal ist die AfD nicht die FPÖ und zweitens ist es nun mal so, dass die FPÖ ja auch da den massiven Skandal hatte mit dieser Kronenzeitung und diesem Mallorca-Treffen und so. Das war ja der wahre Grund für deren Absturz und nicht, weil sie jetzt unbedingt eine solch schlechte Politik gemacht haben in Österreich. Dieses Schmierentheater um den Lindner an, ja. Die machen da ihren ganzen Tag ihre Strategien und dann muss man immer Wordings machen und alles wird abgesprochen. Oder nicht abgesprochen. Ja, und dann wird dauernd versucht, den Zuschauer hinters Licht zu führen. Das ist doch die Wahrheit, oder? Das sieht man doch jetzt wieder. Das habe ich in der Kommunalpolitik alles. Ich habe echte Menschen, die mir auf der Straße sagen, was sie von mir haben. Aber sie haben ja in Tübingen, ist mir lieber. Wie alle Oberbürgermeister und Bürgermeister in den Kommunen, eine Menge zu tun und dann das ist wahr. Schießen sie aber irgendwas raus wieder. Wie heißt die Zeitschrift, für sie gerade wieder waren? Cato. Das ist ja ein sehr ehrenwerter Römer. Ja gut, aber die Zeitschrift gehört ja dem doch rechtslastigen Verlag Junge Freiheit. Das und mit also Rechten darf man nicht reden, gell? Aha. Oder? Nee, doch. Ja, an dieser Stelle kann man einem Herr Palmer auf jeden Fall zustimmen. Es ist nichts verkehrt daran, mit rechten Leuten zu reden. Es ist auch nichts verkehrt daran, rechts zu sein. Genauso wie es auch nicht per se verkehrt ist, links zu sein oder meinetwegen auch grün zu sein. Das ist alles legitim und man darf sich doch wohl mit unterschiedlichen Menschen in diesem Land noch unterhalten und unterschiedlichen Magazinen mit unterschiedlicher politischer Schlagseite auch ein Interview geben, ohne dass es direkt einen Skandal darstellen muss. Die Heizung auf 17 Grad runterzufahren. Ist das auch etwas, wo Sie sagen, ja, das findet auch den Segen der SPD? Nachts 17 Grad, Nachtabsenkung haben wir in anderen Häusern, wo ich selber steuern kann, ja durchaus auch. Ist auch eine sinnvolle Sache. Da eigentlich ist der Preis, der hohe, schon Anreiz genug zum Sparen, aber ganz offensichtlich nicht für alle, weil wir bisher auch noch nicht so weit gekommen sind, wie wir gerne kommen würden. Haben. Wir sind kein verlässlicher Partner mehr. Deutschland war weltweit noch nie so unbeliebt. Vor allen Dingen im Euroraum nicht. Die Franzosen mögen uns nicht, die Polen mögen uns nicht, die Ukrainer auch nicht, die Russen nicht mehr, die Chinesen nicht mehr, die US-Amerikaner nicht mehr. Das ist das Resultat einer unseriösen Außenpolitik von Annalenchen Baerbock, die, gelinde gesagt, überhaupt gar keine Ahnung hat von Außenpolitik. Ich wollte gerne wissen, warum der Regierung auf Russland oder nicht mal als Praktikantin Annalena. Ich wollte Ihnen einfach nur sagen. Gleich geht es mit dem Video weiter, doch ich möchte an dieser Stelle einmal vielen Dank sagen an alle Kanalmitglieder, welche meine unabhängige journalistische Tätigkeit hier mit einer Anti-GEZ-Gebühr unterstützen. Und ein ganz besonderer Dank geht heraus an Trinkwasserverleih, welcher ja eine Anti-GEZ-Super-Premium-Mitgliedschaft abgeschlossen hat, sowie einem Detlef Horn, welcher sogar Ehrenmitglied von diesem Kanal geworden ist. Vielen, vielen Dank dafür.